Selbstverständlich wissen wir alle, wie schön das ist, in einem reinen Holzhaus zu wohnen. Ja, mit einer Holzoberfläche, holzverkleidete Wände, eine Holzdecke, so wie wir es hier haben, einen Holzfußboden. Das schmeichelt dem Auge, das schmeichelt auch der Berührung, der Haut. Das riecht auch gut. Ja. Also da gibt es wenig dagegen einzuwenden. Und insofern, sagen wir mal, bei Naturbaustoffen, vielleicht sogar noch naturbelassen in gewisser Weise, da machen wir wenig Fehler. Das ist halt auch der Vorteil von dieser monolithischen Bauweise oder auch insgesamt von der Holzbauweise, dass man recht schnell trocken ist und schnell weiterbauen kann. Und wenn die Fenster drinnen sind, Fußboden rein, kann man theoretisch schon einziehen. Ja, also es ist eine recht schnelle Art zu bauen. Für mich ist Architektur, egal ob am Altbau oder am Neubau, nicht nur ein Gestaltungseffekt, wo man also den großen Wurf wagen muss und vielleicht Architektur neu erfinden. Ich glaube, das ist so schwer, allein gutes Bauen herauszukriegen und die Frage zu beantworten, wie klappt es, dass wir 1000 Jahre alte Dome herumstehen haben oder 500 Jahre alte Fachwerkhäuser, die zwar gewisse Alterungserscheinungen haben, die aber im Großen und Ganzen gut dastehen, gut instand zu halten sind, gut zu bewohnen sind und in keiner Weise irgendwelchen Normen entsprechen. Das hat mich immer fasziniert. Baumaterial ohne Folie. Ein Baumaterial, da ist jede Schicht davon, ist Holz. Und die Feuchtigkeit kann da durchdiffundieren durch das Ganze. Es ist keine Folie drinnen, es ist keine Dämmung drauf. Das Holz dämmt ganz super. Das Holz kann am Quadratmeter bis zu 4 Liter Wasser aufnehmen und wieder an die Umgebung abgeben, ohne dass dabei die Eigenschaften vom Holz sich verändern. Das kann kein anderer Baustoff. Ja. Und ich meine, nicht aus irgendwelchen Gründen sind einfach die ganzen Bauernhäuser, die jetzt auch so toll unter Denkmalschutz stehen und die auch so toll so lange halten, 300-400 Jahre ohne Schäden da überleben, einfach nur aus Holz. Wenn ich mir jetzt anschaue, so mit einer nackten Holzbohle hat der, sagen wir mal, der Jagdschlossbesitzer seine Mansarde ausgekleidet, um im kalten November seine Jagdgesellschaft eine wärmende Hülle zu bieten oben im Dachgeschoss. So hat auch der Bauer seine Knechtschube im Dach ausgekleidet, um seinen Knecht, dessen Arbeitskraft er nicht durch Schüttelfrost verlieren wollte, eine wohlige Wärme auch in diesem Dach zu verschaffen. Und so mache auch ich die Dachdämmungen mit wirklich Naturholz. Und warum? Diese Stoffe, die stehen praktisch im Brennpunkt zwischen Wärme und Kälte und haben den Taupunkt in sich. Das heißt, hier fällt Kondensat aus, im Zweifelsfall. Und bedingt durch irgendwelche Ungereimtheiten in der Dachkonstruktion kann es durch auch mal Regen oder Schnee dahin kommen. Und das Holz aus massivem Stoff, also naturbelassen, wissen wir, das hält es aus. Da wissen wir sogar, als Dachdeckung kann das gut 30 Jahre aushalten, wenn da kein feuchter Stau entsteht. Ja, wir kennen die Holzschindeldächer. Und was macht jetzt die Industrie? Die nimmt nun Holzabfallstoffe,
Am Ende verschnipselt sie auch den ganzen Baum und bringt dann Holzfaserstoffe zustande, die als Weichholzfaser dann toll beworben werden, Naturprodukt und was weiß ich. Aber wenn Sie mal versuchen, die natürliche Ausgleichsfeuchte herauszukriegen, die dieser Baustoff unter normalen Bedingungen natürlicherweise hat an Wassermenge, da wünsche ich Ihnen viel Glück, das werden Sie kaum finden. Ja, das liegt jetzt etwa bei 30%. Und das Holz liegt mit seiner natürlichen Ausgleichsfeuchte im Dachstuhl bei 15% und im Wohnraum vielleicht bei 7-9%, vielleicht auch 10%, je nach Umgebung. Ist also viel weniger Feuchte schon drin. Und die Feuchte macht ja das Problem fürs Holz. Ab 20% ist so gut wie sicher, dass die Insekten reingehen, ab 30% beginnt der Hausschwamm zu wachsen. Und das startet jetzt schon. Jetzt muss man da Borate reingeben, Natriumtetraborat, ein Salz der Borsäure, um die Beschimmelung von solchen Stoffen, auch von Zelluloseschnitzeln, um dagegen vorzugehen. Gleichzeitig werden diese Dinge aber nass, weil sie eben nicht mehr das Wasser sozusagen gar nicht reinlassen in die Faser, sondern die sind ja sehr luftdurchlässig und in der Luft ist Luftfeuchte. Und wenn nun an irgendeiner Stelle hier der Taupunkt dann ist, dann kondensiert die ganze Chose aus und kommt im Leben nie mehr da raus. Das kann eben bei Massivholz in der Form nicht geschehen. Und deswegen ist auch immer wieder festzustellen, dass diese auch zwar Naturdämmstoffe, aber eben in der falschen Struktur versagen. Also für mich persönlich ist es wichtig, heimische Holzarten zu verwenden. Sprich, auf die Seehöhe, wo wir da sind, wachsen hauptsächlich ursprünglich Lärche, Fichte und Zirbe, die dann auch verwendet werden, wenig Laubholz. Ja. Und von den Nadelhölzern ist einfach die Fichte selber, ist halt das, was angebaut wird von den Bauern, was kultiviert wird. In meinen Augen aber eher ein Unkraut ist im Wald. Ja, also das ist eine Pflanze, die wuchert extrem und dunkelt alle anderen. Also in einem kleinen Fichtenwald wird alle andere Pflanzen ausgedunkelt. Und von dem her ist das eher ein Unkrautbaum für mich, die Fichte. Und das Holz selber ist auch eher minderwertig. Ja, auch von der Stabilität, was jetzt Fassade oder Wetterbeständigkeit betrifft, dann auch von der Härte her, von der Oberfläche her ist es eher weiches Holz. Und von dem her bevorzuge ich hauptsächlich Lärche und Zirbe. Wobei die Lärche sehr hartes Holz ist im Vergleich zu den anderen. Und somit gut für Fußböden geeignet ist, für Böden, für alles, was mit Wasser auch in Kontakt ist. Kann man sogar Brunnenröge machen, Swimmingpools. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist Lärche super. Weiterer Vorteil von der Lärche ist, hat das große Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlen, sehr große Abschirmwirkung, auch nachgewiesenerweise, dass eben das, speziell das Lärchenholz in einer gewissen Stärke, Dicke, elektromagnetische Strahlung abhaltet.